Hallo Leute, der Sorero hier. Mal kurz das Mikro ausrichten, so ist besser. Willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Warft auf dem Community PvE Server von Nichos Gaming. Und ihr seht hier meinen Drake. Und das ist genau das ist es, ja? Begrüßung, ich stelle ihn vor, bumm, da fällt der Ködel runter. Ah, Manno. So, ich habe hier ja schon einiges gebaut, bin mit dem Grundlagen der Mauer, also dem Fundament, fertig, einmal rundherum. Tor habe ich gebaut und ich habe schon alle meine Tiere jetzt hierher geholt. Tja, genau, die beiden auch gleich. Na, Spino willst du auch? Apropos Spino, der Spino passt nicht durch dieses Tor durch. Der kann über so eine Mauer steigen, aber er passt nicht durch dieses Tor durch. Na gut, jetzt steht er hier erstmal, der andere Rex. Ich habe mir ein Ankylo gezähmt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gezeigt habe. Ich glaube nicht. Ja, mit dem kann ich jetzt immer schön... Genau, du auch. Mit dem kann ich jetzt immer schön Metall holen. Das ist ganz praktisch. Du bist brav, Spino. Hä? Du machst sowas nicht. Sehr schön. Genau. Und der Drake, der hat noch ein paar Level dazu bekommen seit letztem Mal und hat halt richtig schön Gewicht. Das ist ziemlich cool. Genau. Dödi auch. Also ich war jetzt mit dem Drake und dem Ankylo da oben. Hab den Ankylo dann da gelassen und dann ein paar Mal Metall und so zurückgeflogen. Das hat ganz gut geklappt. So. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe ein paar Foundations gemacht. Und ich habe sonst keine Wände. Ja, wir gehen einmal hier durch. Hier reingucken. Lass mich durch, lass mich rein. Ich habe nämlich hier unten diese Fenster ersetzt durch so eine dreiteiligen. Das fand ich sah besser aus. Hier drüben auch. Ja. Und dachte ich, sieht besser aus. Und diese anderen Teile, die da drin vorher drin waren, falls ihr das nicht mehr wusste, das sind die hier. Die habe ich jetzt hier schon mal hingesetzt. Hier soll ja so eine Art Taverne oder so werden. Fangen wir mal an, hier weiterzusetzen. Da fehlt noch einer zwischen. Guck da. Mal gucken, das wird nicht reichen. Aber ich setze die hier erstmal so weit ich komme. Die hier müsste ich dann abheben. Na, kann ich die nicht rausnehmen? Hoffe, jetzt fällt keine Wand um. Nee. Genau, bis hier geht dann Taverne sozusagen. Eine habe ich noch. Und dann habe ich jetzt noch eine Schräge, die ich jetzt, glaube ich, gar nicht brauche. Mal gucken. Das wird sich alles noch zeigen. Ach so. Dann brauchen wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, bestimmt 6 von diesen Schrägen. Oh, da ist ein roter Lootstrahl. Ihr kennt das ja, falls ihr ein paar Videos von mir schon gesehen habt. Ich lasse mich immer durch gar nichts ablenken. Drake, komm mal her. Es geht schneller mit dem, als bis ich jetzt da bin bei der Wifern. Und solange hier keine Rexe rumrennen, ist das, glaube ich, auch alles ganz harmlos. Also da, dann würde ich sowieso nicht absteigen. Wobei ich mit der Wifern mal schnell die Rexe grillen würde. So. Ein roter Lootstrahl. Ich glaube, ich habe von den Mantis-Satteln zwischen mittlerweile so viel, da kann ich mich schon halb tot mitwerfen. Ich mache eine Mantis-Sattelhandlung auf oder so. Glaube ich zumindest. Hier unten hat im Übrigen einer meiner Mitspieler es jetzt doch mal geschafft, sich ein Terrazino zu zähmen. Hier ist... Hier ist die Hütte, da ist er vermutlich drin. Jetzt frage ich mich gerade, wo die Tiere sind, die er sich gezähmt hat. Wo hat er die hingestellt? Hat er die schon weggebracht? Da liegt irgendwas, aber das ist kein Terrazino. Sehr komisch. Er hat sich ein Terrazino und ein, ich glaube auch noch ein Kano hier gezähmt. Also mein Kano weiß ich nicht, ob er sich das hier gezähmt hatte. Vielleicht hat er die schon weggebracht. Ich weiß es nicht. Egal. Jetzt kommt Nebel. Auch schön. Also, wie viel hatten wir gesagt? 6 Stück? Oder so? Gucken wir mal.
Jupp. Bringen wir erstmal den Sattel weg. Der kommt hier rein. Mantis. Eins, einen gelben, zwei rote und einen fachmännischen. Der gelbe ist der beste, oder? Rüstung 64. Ja, der gelbe ist der beste. Ah, und grün auch noch. Ja, also mit Mantis-Satteln kann ich mich erstmal bewerfen. So, dann machen wir jetzt mal die Wände und gucken zumindest, dass wir erstmal die 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Mauer außenrum einmal zu haben. Davon machen wir gleich mal auch noch 6. So, bis davon. Das wäre mir jetzt am wichtigsten. Das ist gar nicht so sehr, dass da irgendwas reinkommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, kann sein, aber es ist gar nicht so sehr das Ziel, dass hier nichts reinkommt. Weil ich meine, ab und zu ist hier drin mal was. Also hier, jetzt glaube ich, seit ich die Mauer gezogen habe, ist hier noch nicht mal mehr was gespawnt. Sonst waren hier ab und zu mal Tiere, aber spätestens die drei Rexe da und der Spino. Die kümmern sich um alles, was hier rumrennt. Ja, also da passiert nichts. Aber was ich dann nicht möchte ist, wenn hier tatsächlich mal irgendwas ist, dass sie dann auf einmal anfangen. Ist richtig? Ja, ist richtig. Nee, aufpassen, dass ich da nicht runterglitsche. Dass sie dann auf einmal anfangen, hier wild durch die Gegend zu rennen. Das ist natürlich falsch rum, war klar. Und runterfallen und ich dann da unten hier außenrum irgendwie anfangen muss, meine Dinos zu suchen. Da habe ich halt ein bisschen, sagen wir mal, keinen Bock drauf. So zu formulieren. Die hat er doch richtig gesetzt. Warum ist die jetzt falsch? Ach, Manu. Aufheben. Manchmal nervt das hier. Also manchmal ist das Setzen irgendwie nicht so ganz... Von der Seite kriegst du die irgendwie gar nicht gesetzt. Und das ist verkehrt rum. Und dann snappt die da? Mitten in der Luft? Ernsthaft? Könnte ich die jetzt da setzen? Was soll das? Das macht keinen Sinn. Spiel, bitte, bitte, bitte. So, ich muss also noch näher an die Kante ran. Und dann kann ich die so setzen. Ja, okay. Also je nachdem, wie man steht, passt es oder passt es halt auch nicht. Das ist jetzt wieder falsch. Manu. Man denkt, es müsste doch eigentlich so einfach sein. Zack, 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 zack. Aber nein. Nicht, wenn man es ordentlich haben will. Ich habe eine zu wenig, würde ich mal sagen. Ah, da habe ich eine zu wenig. Aber die Geraden kann ich auf jeden Fall noch setzen. Auch richtig? Das richtig? Ja, ist auch richtig. So. Also, ich werde hier noch ein paar Wände machen müssen. Das ist mir schon auch ziemlich klar. Also nicht, dass ihr denkt, da denkst du, das reicht jetzt. Hier war ich rum. Also setzen wir die zwei noch hier ran. So, und... So, ist richtig, die Ecke ist sowieso richtig, sieht auch alles gut aus. Okay, also hier brauchen wir noch ein paar Gerade und eine Menge Schräger noch. Da eins, also sind 1, 2, 3, also brauche ich hier bestimmt nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke mal 5 Gerade, 6 Gerade vermutlich. Und noch mehr als das Schräge. Ich habe keine Ahnung, ob ein Stein reicht, ob Metall. Metall habe ich jetzt wieder einen kleinen Vorrat mir gemacht. Mal gucken, mir wird zuerst Stein ausgehen hier. Nur noch 1000 Stein. So, wir machen erstmal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie haben wir denn jetzt? Ne, das waren nur 5.
6, so. Und dann machen wir den Rest einfach diagonal. Und gucken wir mal. Dann ist vermutlich mein Stein alle und ich muss mir dann wieder neuen Stein holen. Es ist aber nicht so wild. Mit dem Trike kann ich dann mir einfach den Dödi nehmen. Fliegt da rüber, lass den da runter und dann kloppen wir einmal den Stein weg und dann passt das. Das geht dann relativ fix auch. So, 6. Wow, von hier aus und gleich richtig. Cool. Ja. Das versuchen wir jetzt gleich nochmal. Und richtig. Und richtig. Wow, geht ja richtig gut hier. Nein, nein. Was soll das denn? So, genau. 6 und... Und richtig. Oh, hier fehlt einer nur. Krass. So. So. Sieben. Habe ich jetzt noch einen übrig? Ja. Den hätte ich stattdessen eher in das andere investieren sollen. Da habe ich mich also irgendwie verzählt. Aber es ist jetzt nicht so wild, weil ich muss ja oben noch eine Ebene draufsetzen, wisst ihr? Das heißt, brauchen werde ich die auf jeden Fall noch. Rennen wir mal hier rüber, den können wir hier irgendwo mit drauf basteln. Das ist aber falsch rum. Ist aber falsch rum. So, genau. Also hier muss ich ja auch noch was machen, weil hier komme ja ich sogar momentan rüber. Ja, also dachte ich zumindest. Nein. Ja, na oder auch nicht. Doch, seitwärts geht's, ohne Springen sogar. Cool. Gerade geht's nicht. Ja, also hier muss ich, ich will die ja insgesamt 3 hoch machen. Das heißt, da brauche ich dann hier noch ein bisschen mehr als nur dieses kleine Stück. Ja, so 3 hoch, dann dürfte da kein Rex und nichts mehr. Also das ist dann so hoch wie das hier. Das sind auch 3 hoch. Das ist dann ordentlich eingezäunt. Da kommt dann auch nichts rüber und eben kein Tier von mir geht aus Versehen mal spazieren und landet irgendwo. So, okay. Ist dann jetzt erstmal eine relativ kurze Folge. Oh, teilweise sinken hier echt die Frames per Second. Wenn hier das alles rendern muss und die ganzen Tiere hat. Schon krass. Aber ja, ist damit erstmal das. Also das eine werde ich noch zumachen, aber dafür muss ich erst wieder Stein holen. Und ich denke mal, dann war es das erstmal für diese Folge. Ja, kurze Baufolge wieder. Aber dann bin ich sozusagen mit der Mauer zumindest einmal rum und habe hier schon angefangen, Fundament zu legen. Bin mir noch nicht 100% sicher, wie das hier aussehen wird. Ob ich da so ein großes Tor reinmache oder ein kleineres, kleinere Türen. Also so eine mittlere großen Türen. Es gibt halt nur die großen oder diese. Andere gibt's nicht. Das ist ein bisschen schade. Da würde ich mir wünschen, dass sich das noch ändert. Und auch wie ich das Dach mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Das werden wir alles noch sehen. Aber ja, ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Das ist jetzt die wievielte Baufolge auch immer, habe ich gar keine Ahnung. Aber ja, es geht wirklich voran. Ich werde immer noch eine Menge Metall, eine Menge Stein brauchen, da gibt es keinen Zweifel dran. Aber es geht halt voran. Es wird langsam und da freue ich mich. Da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das hier vorne mache. Ich vielleicht hier noch mal eine Mauer, also einmal Fundamente lang setze. Und dann, ich weiß es einfach noch nicht. So. Jetzt gucken wir noch einmal hier rum. Meine beiden High-Level-Rexe. Für die will ich dann auch noch was bauen, um die zu verpaaren. Da muss ich auch mal gucken, was, wie, wer, wo. Oder ich stecke die da rein und verpaare die hier drin. Weil rein passen sie. Das ist total lustig. Und dann gibt es sozusagen High-Level-Rex-Ei. Das wäre auch ganz cool. Also Rex nachzüchten will ich da auf jeden Fall auch nochmal machen.
Und ich habe auch noch, fällt mir gerade ein, ich habe von jemandem bekommen, ich glaube von JJ habe ich bekommen, ein befruchtetes Trodon-Ei und zwar gar nicht so schlecht. Also vom Level her sieht das ganz gut aus. Das ist noch ein bisschen haltbar, oder? Ja, das ist noch ein bisschen haltbar. Ich muss nur gucken, dass ich immer schön Zundpulver hier drin habe. Okay, damit mache ich den Schluss. Danke euch fürs Zuschauen. Wir machen immer so. Ja. Und dann mache ich noch ein Foto. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.